Reinspaziert ins Paralleluniversum. Am besten verkleidet als wilder Traum von Jules Verne. Doch erst mit gepflegten Umgangsformen und nobler Blässe ist ein echter Neo-Victorian perfekt. Schließlich gibt man sich gerne wie vor 150 Jahren. Tobias Slater inszeniert die viktorianischen Gelage. Ein Teil der Begeisterung der Neo-Victorians ist die Sehnsucht nach einer Zeit, die es so nie gab. Wir romantisieren, wie es gewesen sein muss, und wir stellen uns vor, wie wir in so einer Zeit gewesen wären. Es wäre alles weniger stressig, es gäbe mehr Abenteuer und mehr Grenzen zu überschreiten. Die Neo-Vics sind die elegante britische Variante der amerikanischen Steampunk-Bewegung. Die gibt es seit Ende der 80er. Steampunks verbinden viktorianische Elemente mit Technikelementen der Gegenwart. Um reinzukommen, muss man weder Ingenieur sein, noch unbedingt ein Kostüm tragen. Einige tun es natürlich trotzdem. Das sind Exzentriker, aber eigentlich ist jeder willkommen. Das wollten wir immer schon so. Es gibt keinen Türsteher, der dich nicht reinlässt, weil du nicht gut genug aussiehst. Es ist schön zu sehen, wie die Leute langsam zu Neo-Vic-Profis werden. Und nach ein paar Partys kommen sie in historischer Tauchausrüstung oder als Lampenschirm. Reich wird hier niemand. Aber wie das halt so ist, der böse Kommerz lauert überall. Auch Ex-Musikstudentin Ladiva rüscht sich gerne auf. Sie will dem exzentrischen viktorianischen Operngesang wieder ein Publikum geben. Die anderen Seiten, die Unterdrückung der Frau, Armut oder Atemnot im Korsett, die romantisiert Ladiva lieber weg. When I was 15, Als ich 15 war, habe ich auf viktorianische Lady gemacht. Ich war sehr krank und lag monatelang auf einer Chaise Longue. Ich habe jede Menge Schauerromane aus der Zeit gelesen und habe angefangen, selbst welche zu schreiben. Ich habe mich verändert und alle haben gesagt, wow, es ist, als ob du vor 100 Jahren leben würdest. Das war recht einsam, bis zu dem Moment, als sie die Neo-Victorians getroffen hat. Die waren begeistert von ihrer Stimme. Ganz im Gegensatz zu den Professoren an der Uni. Das letzte Mal, dass ich vor Publikum gesungen habe, war im Konservatorium. Die haben meine Art zu singen gehasst und wollten, dass ich damit aufhöre. Also bin ich dort weg und nach Camden. Dort habe ich einfach auf der Straße gesungen, für lauter Fremde. Ich habe gedacht, jetzt bin ich komplett verrückt. Dann haben sie applaudiert und gesagt, es ist wundervoll. Das konnte ich gar nicht glauben. Jules Verne und H.G. Wells gibt es eine Vorlage für diese Welt. Darauf bauen die Neo-Vics auf. Und zwar jeder, wie er will. Die einen setzen auf den Leierkasten, während die anderen schon das Mikrofon entdeckt haben. Please go wild for the dead Victorians! It is the British way. We are the dead Victorians. Die Dead Victorians sind nur durch Zufall entstanden. Nach ihrem ersten gemeinsamen Auftritt stand fest, die viktorianische Masche zieht. Die Musterknaben der Szene haben lange Nachmittage in Bibliotheken verbracht, um historisch korrekte Inspiration zu finden. Aber egal, ob authentisch oder nicht, die Gruppendynamik muss stimmen. When we perform as the Dead Victorians, we have Wenn wir als Dead Victorians auftreten,
spielt jeder eine Rolle. Matt ist der Doktor, ich bin der Maestro. Aber eigentlich sind die Charaktere nicht so weit weg von uns. Das, was wir tun, ist uns zu viktorianisieren. Also improvisieren wir den größten Teil unserer Show so, wie wir wahrscheinlich als Viktorianer wären. Us just being Victorian versions of ourselves, or how we would see ourselves as Victorians. Dabei kommen dann auch so Dinge raus wie das. God Save the Queen aus dem Furzsack. And as he takes your dough, he tells you, yes. Die Fans der Dead Victorians lieben ihr viktorianisches Vokabular. Der Song Gay Velocity war früher einfach ein Lied über einen fröhlichen Radfahrer. Heute wäre es ein Schwuler. Damit wären die Songschreiber bei Queen Victoria höchstwahrscheinlich im Tower gelandet. Schließlich waren Kriminelle und Schwule damals ein und dasselbe. Bei den Neo-Victorians wird niemand diskriminiert. I think the main reason not to live like people did in the Victorian times would be. Der wichtigste Grund, nicht so zu leben wie die Leute damals, ist doch, dass nicht alles gut war. Wir sprechen hier von einer Zeit, in der große Armut herrschte. Sowas würde es heute in England nicht mehr geben. Es war eine Zeit, in der Imperialismus selbstverständlich war. Heute wäre das inakzeptabel. Manche Leute beschäftigen sich aus den falschen Gründen damit. Für mich ist es okay, einfach das Beste zu nehmen, aus Kunst und Literatur. Die gesamte Ideologie dahinter brauche ich nicht. The literature and not necessarily have to buy into an ideology. Ganz schön clever. Die Neo-Victorians nehmen das Beste aus beiden Zeitaltern und basteln sich ein neues. Queen Victoria darf also den strengen Blick für sich behalten, die Neo-Wigs machen sich erstmal locker.